Fritz. Nein, tut es nicht. Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Ich muss nach Catwoman suchen. Ja, dann werden wir sie doch jetzt mal retten. Gehe ich zumindest mal von aus. So, dann auf zum Gerichtsgebäude. Und ich hoffe mal, es klappt alles reibungslos. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Vorsicht, die Fledermaus! So, Freundchen, das war's für dich heute. Das Spiel ist aus. Ich bin da. Du hast recht, es ist Batman! So, komm. Hier gibt's heute auch die Fresse. Prügel gibt's gratis. Voll auf die Schnauze. Und nochmal. Richtig schön zuladen hier. Ach, du willst auch noch kommen. Und einen kleinen Finisher gibt's auch noch dazu. So, dann jetzt mal los ins Gerichtsgebäude. Dort werden wir vermutlich auch Two-Face antreffen. Eine nicht sehr freundliche Person. Wir sehen auch schon, selbst das Gerichtsgebäude ist zwiegespalten, wie Two-Face selber. So, Tür öffnen. Zu spät, Trottel! Wir haben schon angefangen. Das ist mir egal. Es gibt nämlich noch eine Tür hier, Trottel. Die ist hoffentlich offen. Zu langsam, Idiot. Ja, die ist auch geradezu. Na dann, nehmen wir den dritten Weg. Nach oben. An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Vorsicht! Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Doch wir sollten fair sein. Das ist immerhin ein Ort des Gesetzes, nicht wahr? Greif aufs Gesetz. Töte sie und alle fürchten uns. Vorhang auch für die Angeklagte! Du verstehst es echt, ein Mädchen hängen zu lassen, Harvey. Hey, warst du etwa beim Schönheitschirurgen? Das war dafür, dass du uns bestohlen hast. Niemand bestiehlt uns. Tut mir leid, ich war ein böses Kätzchen. Bind mich los, ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Mal sehen, ob die Münze glaubt, dass du die Wahrheit sagst. Das Gericht tagt jetzt. Ruhe im Gericht sein! So, wir müssen jetzt Catwoman retten. Ruhe! Ruhe! Und ich bin mal gespannt, wie wir das anstellen sollen. Ich muss den Kerl mit der Kanone ausschalten. Wenn der weg ist, ist der Rest im Raum ein Kinderspiel. Willkommen, Insassen von Arkham City. Es ist schön, so viele neue Gesichter im Publikum zu sehen. Ich habe ausgeschaltet. Wartet mal ganz eben kurz. Ich stelle mal kurz Audio ein wenig die Dialoglautstärke etwas runter. Die ist etwas sehr laut. Und die Effektlautstärke demnach auch. Und die Musiklautstärke, wobei ich gar keine Musik gehört habe. So. Ich hoffe, dass jetzt etwas neue besser. Neue Gesichter für die Gang. Heute stellen wir jeden von euch vor die Wahl seines Lebens. Es ist Batman. Aus dem Weg, du Feind! Unser Freund Batman ist hier. Schnappt ihn und schneidet ihn in zwei. Ja, ich glaube, hier wird niemand in zwei geschnitten, außer halt dir, still, Two-Face. Damit ich vollstrecken kann. Ach so, ich bin gar nicht wieder aufgestanden. Ihr braucht wohl alle ein bisschen länger, bis ihr auf die Beine seid. Er wird uns entkommen! Haltet ihn ab! Hör mal, ist ja hier wie in der Western-Show. In einer Kneipenschlägerei. Geht hier aus dem Weg! So, Freundchen, das war's.
Einspruch! Soll es das schon gewesen sein? Abgewiesen. Kopf oder Zahl, Miezekätzchen? Bei welcher Seite komme ich hier lebend raus? Nicht bei dieser. Du stirbst jetzt. Ich plädiere für einen Vollstreckungsaufschub. Keine Knarre, Harf? So ein Jammer. Das hier wird ganz schön wehtun. Ich hab noch eine, du Schlappe! Ja, Harvey, so kann's gehen. Ich hab immer gedacht, Katzen hätten neun Leben. Lass dich nicht so hängen, Harf. Komm zum Kätzchen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voller Überraschungen steckst? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, Selina. Ja, und wie? Ich glaube, ich habe mir vorhin einen Nagel abgebrochen. Sehr lustig. Und was willst du, Mr. Detective? Protokoll 10. Was weißt du darüber, Selina? Nie davon gehört. Das hilft mir nicht weiter. Was ist mit Strange? Ich traue ihm nicht. Erst war er jahrelang verschwunden, dann taucht er wieder auf und man macht ihn zum Chef von Arkham City. Er arbeitet angeblich mit Joker zusammen und hat sich etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Vielleicht ist das Protokoll 10. Zwinker, Zwinker, Fledermaus. Gleich knips ich dein Kätzchen aus. Der Ex-Bezirksstaatsanwalt sagte was für... Hier ist es ja richtig gefährlich. Ist ja großartig. Erwartest du einen Kuss? Das war Joker. Du bist hier nicht sicher. Niemand ist das. Neun Leben schon vergessen? Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. Ja, dann werden wir uns mal auf die Suche machen. Dafür mit dem Beweisscanner. Töten wir dich, Batman. Ach, halt die Fresse, Two-Face. So, das ist die Einschussstelle. Die Kugel ist durch das Fenster durchgeflogen. Der Einschlag ist... Aber wo ist sie eingeschlagen? Er gibt eine Flugbahn von... Die Flugbahn der Kugel führt mich geradewegs zum Schützen. Das ist der Glockenturm einer Kirche, wie es aussieht. Steht wohl unter Jokers Gewalt. Na dann machen wir uns auf den Weg. Aber wir gucken uns erstmal die Biografie an. Information, richtiger Name unbekannt. Beruf, professioneller Verbrecher. Standort, Gotham City. Augenfarbe grün. Haarfarbe grün. Größe 1,83. Gewicht 72 Kilogramm. Erstmals erschienen in Batman Nummer 1. Frühling 1940. Ja, das sind ein paar kleine Randnotizen zu den ganzen Charakteren. Ein wahnsinniger Superschurke mit weißer Haut, grünen Haaren und blutroten Lippen. Sein lächerliches Auftreten steht im krassen Gegensatz zu seinem chaotischen Naturell. Es verfügt über keinerlei Superkräfte, hat aber eine sehr gewaltige Ader. Nach seiner letzten Begegnung mit Batman wurde der Joker nach Arkham City verlegt. Angeblich leidet er unter einer schweren Krankheit, die auf eine Titanüberdosierung ruhen soll. Er tritt kaum noch in Erscheinung und lässt Quinn seine Befehle weitergeben. Ob das wieder einer seiner kranken Witze ist, weiß niemand. Reuelos, mordlustig, wahnsinnig, überraschend stark im Nahkampf, unbekannte Vergangenheit, verfügt über verschiedene todbringende Waffen, die oft auf gewöhnliche Scherzartikel basieren, setzt ein tödliches Toxin ein, das die Gesichter seiner Opfer zu einem Joker-Grinsen verzerrt. Ja, das sind die Informationen zum guten Joker. Wir könnten uns natürlich jetzt zu jedem Charakter hier durchlesen, aber ich glaube, das mache ich mal in irgendeiner Special-Folge, weil das würde... ein wenig lange dauern. Deswegen machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zu Joker. Mal hören, was er uns zu sagen hat. Und ab hier beginnt eigentlich auch erst das richtige Spiel. Protokoll 10 tritt in 10 Stunden in Kraft.
Dort ist der Ausgang, aber hier, was gibt's denn hier? 30 Tage haben November, April, Juni und September. 28 hat nur einer. Mehr als 31 keiner. Das Schaltjahr kommt, um zuzuschlagen. Alle 4 Jahre kommt im Nu zu 28 eins dazu. Ja, und was soll uns das sagen, Kalenderman? Die Hunde werden kommen und dich zerreißen. Ja, dann schmor mal schön in deiner Zelle, Freund. So, sonst gibt's hier unten irgendwie nicht wirklich viel. Dann gehen wir doch mal wieder zurück und gehen jetzt zu Joker. So. Ich glaube nicht, dass sie uns gehört haben. Wow. Okay, ich kann nicht glauben, dass wir immer noch draußen sind. Hey, ich habe mich entschuldigt. Ich hatte es vergessen. Hoffentlich sterben wir deswegen. Wer ist das hier? Was zum Teufel? Ein wie dich hätte ich am allerwenigsten hier erwartet. Was hast du getan? Das wollen sie nicht wissen. Wer sind sie? Du meinst, wer ich war. Hier ist man ein Niemand. Draußen habe ich für die Firma gearbeitet, die hier für die Sicherheit zuständig ist. Ja, ich auch. Sagen Sie bloß, dass Strange sie hier reingeschickt hat. Ja, dieser miese Drecksack. Was zum Teufel habe ich falsch gemacht? Offensichtlich wissen Sie etwas, das Sie nicht wissen sollten. Denken Sie darüber nach, was das sein könnte und tauchen Sie unter. Genau, weil das ist, glaube ich, das Sicherste hier in Arkham City. Wir benutzen jetzt erstmal die Battleflow, um uns hier durch die Gegend zu schwingen. Noch da drin? Glaub schon, ich kann da drin jemanden hören. Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman. Du hast nicht gesagt, dass es Batman ist. Wieso sind wir noch hier? Wir sollten abhauen. Meinst du? Ach, hält kein Unsinn. Bei diesen Idioten gibt es erstmal noch die Fresse. Es ist Batman. Nur leider etwas spät bemerkt, Freund. So. Das wird kinderleicht, du. Ja, das wird kinderleicht. Für uns. Gottchen, was müsst ihr uns hier schon immer so niederschlagen? Guck doch nicht so verzerrt. Wir können auch nichts dafür, dass du auf die Fresse kriegst. Komm, steh auf, damit ich dir in die Fresse schlagen kann. Komm, greif uns an. Komm, schlag drauf. Ach, mein Gott. Hey, da wird gekämpft. So, ich hatte eigentlich auf einen Finisher gehofft, aber naja. So geht's auch. Komm, greif uns an. Greif an. Haha. Na komm. Ah, scheiße. Wer ist denn da nochmal aufgestanden? Also irgendwie stehen die alle wieder auf, oder was? Das darf doch nicht wahr sein hier. Also, dass die immer wieder aufstehen können, dann wundert mich ja hier ganz schön. Alter, der hat uns ausgenockt. Anscheinend hat dein Glück dich verlassen, Batman. Nein, ich glaube nicht, Two-Face. Wir haben nur die Lebensanzeige etwas überstrapaziert. Wir sollten auch doch mal vielleicht ausweichen, verhöre Joker und mehr über Protokoll 10 zu erfahren. Ich glaube nicht, dass sie uns gehört haben. Okay, ich kann nicht glauben, dass wir immer noch draußen sind. Mist, ey. Mann, oh Mann! So, komm, Leertaste hier. Nein, ja. Wie dich hätte ich am allerwenigsten. Das wollen sie nicht wissen, tauchen sie unter. Okay, alles klar. F. Noch da drin? Glaub schon, so. Ich kann da drin jemanden hören. Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit... Hier geht's trotzdem eine Prügelei mit Batman und diesmal gewinnen wir. Einfach nicht so oft erwischen lassen, ist die Devise hier. So, Freundchen. So, hier, voll auf die 12. Komm, steh wieder auf. Und finish, Freund. So kann's gehen, wenn man sich mit Batman anlegt.
Wer ist das denn hier zum Teufel? Ich habe dich beobachtet, Batman, um zu überprüfen, ob du bereit bist.